Hier können sogar zwei Leute drin pennen. Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass ich bald mal meinen Lieblings-LKW kriege. Der war mit Holz. Also Holzoptik. Raus. Autsch. Genauso laut. Oh Gott. Ich hasse kleine Straßen. Ich und LKW in Kuben. Passt. Oh. Passt. Da sitzen Menschen. Das Coole ist, dass sich die Menschen mittlerweile wenigstens bewegen. Nicht so wie früher, wo sie einfach nur da standen. Nichts gemacht haben. Einfach mal nichts. Habt ihr schon knallen sehen? Aber was? Hier knallt nichts. Wie gesagt, ich muss zugeben, bei Eurotruck passiert relativ wenig. Es sei denn, ich bin sehr unkonzentriert. Was meistens eigentlich dann der Fall ist, wenn ich Alkohol trinke. Ich weiß nur noch, ich weiß nicht, ob es mit Frischschutz war oder ob es damals noch mit Kaya war. Sie haben Post, ja danke. Wo wir dann halt im Voice gesessen hatten. Ich glaube, es war aber damals mit Kaya. Und ich bin zu weit gefahren, egal. Scheiß was drauf. Fahren wir, halt da lang. Wo wir dann halt so eine kleine Voice-Party dann halt gemacht hatten. Es war lustig. Ich will aber nicht wissen, wie hoch die Preise damals waren für die Strafen, die ich zahlen musste. So von Stunde zu Stunde wurde es mehr. Also, ja. Yeah. Einfach ja. Okay. Ich habe hier auch echt so eine richtig lahme Gucke. Das LKW. Hey, Polizei. Du kommst mal langsam hier lang. Holz Olpe Süd. Olpe. Das sind alle so Namen, die habe ich noch nicht gehört. Ich bin, glaube ich, einfach zu wenig unterwegs. Busse, Lüttich, Köln. Ja, gut, Frankfurt am Main. Oh, ein Unfall da hinten. Hallo. Und nein, ich muss runterfahren. Ich hasse es. Autobahnwechsel. Ekelhaft. Oh, ganz vorsichtig. Langsam und vorsichtig. Dann.
vorsichtig. Langsam. Vorsichtig. Und dann fahre ich in 5 Tagen auch lang. Stimmt, Frotos, du musst mir wieder deine Strecken geben, damit ich die mal wieder nachfahren kann. Die eine konnte ich ja nur ganz knapp nicht fahren. Weil, ich weiß nicht, das eine Land kommt man ja, glaube ich, noch nicht, wo du das einmal warst, letztes Jahr. Da ging es ja nur die Hälfte der Strecke, oder, na, ein Dreiviertel der Strecke? Ich weiß gar nicht. Dreiviertel der Strecke konnte ich nicht mitfahren. Genau, genau, Mariana. Da kam ich leider nicht ganz hin. Das hat leider nicht ganz gepasst. Oh, da sind Häuser. Oh, oh. Ich sag ja, wenn ich unkonzentriert bin, dann passieren Unfälle. Ich war halt so überrascht von den Häusern. Ich fand die toll. Ich wollte lang. Ich habe eigentlich nur überlegt, ob ich da irgendwie einen Platz fahren kann. Das war da halt der Autofahrer. Auch in Ordnung. Mannheim! Ich bleibe ja schon auf meiner Spur, ist ja gut. Ich mache ja schon nichts mehr. Ich achte ja nur noch auf den Verkehr hier. Amsterdam. Ich rufe auch nochmal hin. Ich will in dieses eine Dorf, das war so richtig cool mit der Kurve, die da so lang ging. Gott, ich darf hier in dem Spiel bloß nicht in die Berge fahren. Ich glaube, das wird ein Albtraum. Also für euch. Nicht für mich. Für mich wird es einfach nur teuer. Und tschüss. Noch eine Straße. Da kann man sogar lang. Ja, ich achte ja auf den Verkehr. Gut. Das ist wie so ein Erdmännchen. Überall gucken. Brücken. Ohne Witz, als Kind habe ich es geliebt, über Brücken zu fahren. Warum sind eigentlich die Unfälle immer nur auf der anderen Seite und nicht auf meiner? Ich möchte auch mal an einem Unfall vorbeifahren. Auf meiner Seite. Das ist unfair. Oh. Hübsch. Wir gucken. Kerpen. Wo ist denn Kerpen? Die Tage fahre ich A7, 952, A3, A4, dasselbe wieder zurück. Eieiei. Oh. Beinahe wäre ich drauf gefahren. Nach den Bussen kommen die Trucks, dann die Trecker. Mal gucken. Vielleicht kommen auch irgendwann die Trecker, Aspirin. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir. Ich habe endlich mal einen Unfall auf meiner Seite. Was macht der da? Ist der Sport? Egal. Gibt es nicht auch noch irgendein Spiel, wo man Taxifahrer ist? Flugzeuge ginge. Noch habe ich den Game Pass von Xbox. Xbox Game Pass habe ich noch. Ich könnte den Flugsimulator installieren. Aber ich glaube, das wollt ihr nicht, dass ich das tue. Ich glaube, das wollt ihr einfach nicht. Das könnte etwas in die Hose gehen. Ich glaube, das wäre schlimmer als Bus und Truck zusammen. Niemand möchte, dass er da in irgendwelche Gebäude fliegt.
Warum nicht? Ich möchte euch halt besuchen kommen. Ich möchte direkt mit dem Flugzeug zu euch auf die Arbeit kommen. Ich könnte ihn installieren. Also nicht mehr heute, aber ich könnte ihn halt für nächsten Sonntag, also nächste Woche Sonntag fällt ja auch, fällt zwar aus, aber ich könnte für den nächsten Stream irgendwann mal. Oh, ich muss da rüber. Kann ich den mal installieren? Ich glaube, das wird nichts, aber ich meine, wir können es versuchen. Ich glaube, frisches Beruf bereut es schon. Oh, ich darf 90 fahren. Das will keiner, dass ich 90 fahre. Glaub mir. Ich wollte nicht, dass ich 90 fahre. Es wird dann nicht geflogen, sondern mit der dicken Passagiermaschine auf der Autobahn gefahren. Ja, wahrscheinlich. Das kann durchaus möglich sein. Oder in den nächstbesten Wald geflogen. Dann erstmal alle Bäume rasiert. Oder, was ich mir auch zutraue, dass ich das Flugzeug gar nicht erst zum Starten kriege, sondern die ganze Zeit noch versuche, überhaupt in die Luft zu kommen. Und sobald ich in der Luft bin, zack, wieder nach unten. Ich glaube, das wäre das Realistische. Das hatte ich nämlich bei GTA. Kaum war ich in der Luft, oder beziehungsweise Frisus hat mir die Flugzeuge immer in die Luft gebracht. Ja, ich bin geflogen und zack, ich war schneller unten, als ich gucken konnte. So, zack. Also gerade ging es nicht nach unten. Ich glaube, er ist damals auch an mir verzweifelt. Ah, schön. Das war echt herrlich. Ich glaube, Busse, Flugzeuge sind nichts für mich. Aber ich kann es probieren. Was ich ganz furchtbar finde, ist der Zugsimulator. Ohne Witz, da habe ich den Zug tatsächlich nicht von der Stelle bekommen. Ich stand da, habe versucht, den Zug zu bewegen. Und ich kam einfach nicht voran. Ich weiß nicht, wieso ich einfach nicht... Ich kam einfach nicht. Es ging nicht. Hallo, Iron. Ich sehe das Chaos kommen. Ach, Quatsch. Ich mag Züge. Ja, ich eigentlich auch, aber... Nein. Das wird nicht sein. Das wird einfach nichts. Vor allem, weil ich mich nicht fortbewege. Ich kann den... Ich krieg den Zug nicht zum Fahren. Da passiert nichts. Ich habe bis heute nicht die Taste rausgefunden. Der Flugsimulator wird wahrscheinlich das gleiche sein. Meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Da ich ein großer Spielefan bin, landen wir jetzt in einem Forest und spielen das gleich mal nach. Oh, jetzt ein Forest nachspielen, sehr geil. Oh Gott, das spielt den Flugsimulator nicht. Oh, ich bin. Warte. Ich bin zu weit gefahren. Dezent. Ich weiß, ich habe einen Unfall verursacht. Ist mir egal, ich muss hier rein. Aber ganz ehrlich, ich installiere den trotzdem einfach mal. Ich meine, dann seht ihr die Verzweiflung. Und dann seht ihr meine Verzweiflung beim Starten von gewissen Flug- oder Fahrgeräten. Das wird nichts. Oh, ich glaube, das wird nichts. Aber immer noch ausgezeichnet, ne? Ja, trotz Verunfällen. Wenn wir über das alte Pokémon, über alte Pokémon-Sachen angeschaut, war ein ZDF-Beitrag bei, dass eine Moderatorin als Kind gesagt hat, dass sie sich bei Pokémon-Spielen um die degenerierten Kindern handelt. Ja, gut, ne? Naja, laut einem Beitrag früher sind ja sowieso alle, die Ballerspiele spielen, ja Massenmörder. Oder die halt überhaupt Spiele spielen, wo getötet wird. Alles Massenmörder. Alles. Wir sind alles Massenmörder. Flugzeug ist das super das Schwerste ist der Start. Ja, und genau beim Start wird's hapern. Geil! Ja, ich freue mich, ich komme noch nicht mehr in die Luft. Ich glaube, mit dem Trecker wäre das genauso lustig. Da kannst du dir gleich einen Tag in die Arbeitskraft einstellen.
Schön, wirklich schön. So, ich habe hier noch was im Postfach. Selbstständige Fahrer gesucht. Für eine große Zahl, mit eigenem LKW. Ich habe aber keinen eigenen LKW. Noch nicht. Wir haben gerade erst 10.000 zusammen. Ich könnte mir einen Kredit bei der Bank holen. Ja, ich weiß. Könnte ich tun. Aber, warte mal. LKW-Manager. Stimmt, ich müsste erstmal zu einem LKW-Handel, glaube ich, dann dingseln. Aber ich will mir das halt erstmal, ne? Und dann kaufen. Ich will noch nicht. Wir fahren erstmal nur Aufträge. So, bis ich ungefähr die Hälfte zusammen habe. Können wir uns die andere Hälfte vielleicht, ne? Also mal gucken. Wie sieht die Weltkarte aus? Ui. 0,42%. Oh, wie viele Städte wollen sie haben? Ja. Will man nach hier unten? Toulouse. Montpellier. Venedig. Graz. Klagenfurt am Wörthersee. Geschützer. Gottchen. Hier schauen jetzt. Ja. Das Spiel ist laut. Ja, das Spiel ist laut. Das Spiel schreit einen an. Deswegen habe ich die meisten Sounds beim Spiel aus. Wohlweislich. Hey, Luna, wir können nach Köln. Ich habe endlich was, was so nach Köln fährt. Dingselt. Wir können nach Köln. Ich habe wirklich auch nicht das Game gewechselt. Nein, nein. Oh, Ryan. Wir fahren nach Köln. Wir fahren nach Köln. Oh, cool, Leute. Der Sitz ist cool. Taubfutiere Bagger. Okay, ohne Witz. Wer will bitte seitlich fahren? Also, während der Fahrt seitlich sitzen. Ohne Witz, das könnt ihr nicht. Im Bus geht das, aber irgendwie im Auto... Also, im Trecker oder im Auto konnte ich mir das jetzt überhaupt nicht vorstellen. Seitwärts sitzen. Habe ich eigentlich immer das Pech, dass ich so lange Dinger da hinten dran habe. Das ist scheiße. Oh, einmal zur A2. Ist auch wieder laut. Da sind die Trecker schon. Ja, dass ich sie jetzt gerade erstmal nur von A nach B transportiere. Komm.
Ihr denkt dran, sie könnten schon auf ganz schwere Folgen haben. Ja, ich weiß. Ich weiß. Das Gute ist ja, auf den Fahrten, die wir ja jetzt machen, gibt's das ja noch nicht. Die sind ja erst noch relativ kurz und zweitens muss ich mich ja noch nicht unbedingt selbst ausruhen. Erst wenn wir längere Strecken haben. Genauso wie tanken. Tanken muss ich auch noch nicht. Bei einem eigenen LKW sieht es halt schon wieder anders aus. Da müsste ich dann zwischendurch tanken. Auertal! So, Tempomat ist bei 83. Muss ich nur jetzt mal wieder den Hügel hochtuckern. Dann war immer so langsamer, ne? Haben es ja gleich geschafft. Puh. Was ich auch cool finde, ist, wenn wir tatsächlich, also im Spiel müde werden, dann gähnen wir ja auch. Da eigentlich auf der Karte. Irgendwie nur so Kantenmaler spielen auf dort geübt. Möglich! Durchaus möglich. Vielleicht mochte da einfach auch jemand nur Striche. Ich weiß auch nicht, wer da so eine komische Planke dahingestellt hat. Ich würde gerne auf dem Rasen fahren. Nie darf ich auf dem Rasen fahren. Ich bin dann echt enttäuschend. Ich möchte über Wald, Wiese und Feld fahren. Huch. Irgendwann fallen die sogar die Augen zu. Ja, das finde ich tatsächlich richtig cool gemacht. Wobei ich bisher nur einmal so weit hatte. Da wollte ich aber halt die letzten 10 Minuten halt doch durchfahren. Hat nicht ganz geklappt. Hat nicht ganz geklappt. Dann brauchst du einen Trecker. Ja, aber ein Trecker ist halt kein LKW oder Bus. Mit Trecker ist das ja normal. Ich möchte etwas machen, was nicht normal ist. etwas Besonderes, Außergewöhnliches. Okay, dann müsste ich es mit dem Flugzeug machen. Mit dem Zug? Wobei Zug fährt wahrscheinlich ohne Gleise nicht, ne? Außer die Lok von hier, Stimmt Knopf und so. Oh. Es war kein Unfall. Ich war zwar sehr da dran, aber es war kein Unfall. Nicht passiert. Ist rein gar nichts passiert. Ihr habt nicht das Geringste gesehen. Hoffe ich. Na ja, wir sind wieder bei Gütersloh. Stresstest für die KI und fahr mit einem alten Mähdrescher. Mit 20 km auf der Autobahn. Oh Gott. Ich glaube, dann fahren alle Hupen dann mir vorbei. Wie das Loh. Wie lange man zu dieser Raststätte braucht. Fährst du erstmal so 20 km, bis du überhaupt bei der Raststätte bist. Tschüss, Bus. Bye.
Achtung, wir haben noch zweieinhalb Stunden, bis hier die Strecke, ne? Also 159 Kilometer, 2,5 Stunden Fahrt noch. Und das stelle ich mir jetzt mal richtig cool am Lenken mit einem Lenkrad vor. Aber dafür muss ich jetzt mal sparen. Sparen, sparen, sparen. Huch. Okay, ich habe irgendwas gedrückt, aber alles gut. Gut, da wird was gebaut. So, da kommt mal was Interessantes, da kommt jetzt so eine Mauer. Das war ätzend. Ich freue mich schon, wenn wir in den Norden fahren, Richtung Skandinavien und so. Oh, wie die ganzen Ecken. Ich bin so schön. Rotterdam. Muss ich halt trotzdem runter? Okay. Vielleicht fast die gleiche Strecke wie eben. Bisschen langsamer. Jetzt komme ich da wieder nicht hoch. Wir haben auf jeden Fall so Zeit, dass wir tanken müssen. Oder ins Bett. Wir fahren diesmal weiter geradeaus. Das ist schön. Also doch nicht fast die gleiche Strecke. Kann man nicht auch irgendwie einstellen, dass die mit der schnellsten Strecke, kürzeste Strecke und so? Irgendwas hier auch irgendwie. Kann man das hier auch irgendwie einstellen? Dann Navigationsmodus beste, kürzeste Nebenstraßen. Und das müssten wir eigentlich auch mal machen, dass wir dann mal immer nur die Nebenstraße fahren. Vielleicht bei der nächsten Strecke. Oder halt mal bei so der längsten. Fahren wir erstmal über so Pine Button Paris. Wir müssen hier weiter geradeaus fahren. Ah, hier schön. Holz Wuppertal. Partei Nord. Will jemand nach Wuppertal? Bockeln. Nein, wir müssen abfahren.
ich fahre wirklich gar nicht mal so schlecht im Vergleich zu Fernbus-Simulator. Ich habe mich gesteigert. Trotzdem fehlen mir einige Vorteile vom Bus-Simulator, wie das man Menschen mitnehmen kann. Auf eine gewisse andere Weise mitnehmen. Cool wäre es auch, wenn hier so Tiere rüberlaufen würden. Also nicht, dass ich jetzt Tiere einfahren will, aber... Ne, dass man halt nachts auch nochmal so ein bisschen aufpassen müsste. Hallo Zuret. Einen wunderschönen Sonntag dir. Wir fahren einfach nur so ein bisschen Truck. Wir fahren so ein bisschen durch Deutschland rum. Und so. Und eventuell auch nur andere Länder. Belgien waren wir. In Belgien waren wir eben sogar. Und ich fahre gar nicht mal schlecht. Noch nicht. Oh, 2 habe ich auch die Tage gespielt. Sehr geil. Oh, ich liebe das Spiel. Es ist halt schon echt cool. Ich wollte abgehen. Aber das Spiel ist halt einfach so, so richtig gemütlich. Oh je. Ich fahr schon mal rüber. Achso, ist nur eine Ampel. Warum fahren die denn nicht? Lahmärsche. Ich kann nicht mal überholen. Ja, ich weiß, ich bin mal rot gefahren. Der ist einfach gefahren. Wobei, vor allem, es hat nicht als rote Ampel gezählt. Dass er einfach mal witzig ist. Und ja, der ist halt einfach gefahren. Selbst schuld. Hätte bremsen sollen. Das fährt auch einfach. Du bist eine... Was denn? Wenn der Kerl halt einfach weiterfährt? Er hätte ja gucken können. Die Frage, die jetzt alle interessiert, wie viele Fußgänger hast du schon erwischt? Keinen. Liegt aber auch daran, dass man hier keine Fußgänger mitnehmen kann. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Es gehen hier zumindest keine Leute über die Straße oder so. Das heißt, ich kann hier leider... Ich kann leider keine Menschen mitnehmen. Was ich sehr, sehr schade finde. Gibt dieser Frau keinen Führerschein? Ja. Wobei sich die Unfälle tatsächlich in Grenzen halten. Ist jetzt der dritte gewesen. Das dann wohl die neue Challenge 100 Busgänge mitnehmen. Ja, im Bus-Simulator auf jeden Fall. Klar. So viele Menschen mitnehmen, wie es geht, und Ryan auf die Palme bringen. Ich glaube, Ryan bringt mich irgendwann noch um. Ich glaube, sie spielt nie wieder mit mir Bus-Simulator. Wenn ich hier meinen Menschen umbringe. Aber was kann ich dafür, wenn die einfach auf die Straße laufen? Ist ja nicht mein Problem. Außerdem, ich bin ja, oder ich war ja ein Bus. Busse nehmen Menschen mit. Es wurde nur nicht explizit gesagt, wie sie Menschen mitnehmen sollen. Das wurde halt einfach nie geklärt. Man hätte mir ja sagen sollen, dass ein Bus die Menschen drinnen befördert und nicht draußen. Ich dachte, gute Menschen sind dann die, die auf der Windschutzscheibe. Weiß ich doch, Ryan. Aber trotzdem verzweifelt sie irgendwann auch an mir. Ja, sehr gut.
was sein Problem ist. Ich kann ganz schlecht wieder aus dem Kühlergrill raus. Abbas. Wenn, dann kriegen ihre Hinterbliebenen die Quittung. Die Hinterbliebenen kriegen dann die Rechnung fürs Auto. Oh. Nein, einfach nein. Einfach nein. Ah, schön. Die Hinterbliebenen bekommen eine gerade Fahrt mit dem Bus. Geil, ja, der ist auch gut. Ach, Sie sind diejenige, die unsere Tochter umgefallen hat. Ach ja, eine Gratisfahrt nehmen wir gerne. Komm! Wir kommen gerne mit. Wir wollen sehen, wo unsere Tochter die letzten paar Lebensminuten verbracht hat. Geil! Das ist so makaber. Das ist halt echt makaber. Ah. So, von Hannover bitte wieder aus. Beziehungsweise, nee, wir können eigentlich auch von Köln aus starten, ne? Ach, du grüne Neune. Industriekondensator. Ja klar, nee. Wäre gut. Mit Schwergut kann ich bis heute nicht fahren. Köln bis nach Metz. Metz. Frankfurt am Main. Guck ich gleich. Ich gehe einmal gleich ganz kurz in die Pause und einmal ganz kurz wohin. Muss ich nur einmal ganz kurz aus dem Vorbildmodus raus. Sonst funktioniert das hier wieder nicht. Kann ich nicht raustappen. Ja. Raustappen.